Hallo, ich bin Silke von Frisch Gestempelt. Heute habe ich eine Huhnverpackung für dich. Ist die nicht witzig? Ich finde die total klasse. Hier hinten haben wir die Flügel und hier oben den Kamm. Und wenn du das so richtig dir mal anschaust, sieht das aus wie so ein richtig schönes, dickes, fettes, aufgeplustertes Huhn. Ich habe noch ein paar andere Varianten gemacht, die zeige ich dir gerne auch noch. Das ist einmal die gelbe Variante. Dann habe ich hier Espresso mit Puder Rosa genommen. Hier habe ich Schwarz mit Gold und Rot. Sieht auch hübsch aus. Und hier die klassische weiße Variante. Ich möchte jetzt zeigen, wie es geht. Du brauchst dafür. Ach nee, ich zeige dir jetzt erst nochmal schnell, wie die aufgeht. Und zwar ist es so, dass die sich einfach nur durch dieses Band verschließen lässt. Normalerweise würde das nur von den beiden Seiten gehen. Ich habe das aber jetzt hier vorne noch gemacht, damit das noch eine hübsche Schleife gibt zum Abschluss. Das heißt, so lässt sich das öffnen. Und wenn du das aufmachst, ist hier ein Ei drin. So, jetzt fangen wir aber an. Das lasse ich hier mal liegen. Wir machen auch die Variante in Wildleder. Dafür brauchst du ein Stück Farbkarton in 14 x 14 cm. Du brauchst die Stanze Zieretikett. Du brauchst die Stanze Gänseblümchen und du brauchst die 1/2 Inch Kreisstanze. Wie du hier siehst, habe ich für den Kamm und für den Hals das Gänseblümchen in Rot ausgestanzt, für die Füße in Gelb, für den Schnabel in Gelb. Das ist ein Stück 1,5 x 1,5. Das habe ich hier nochmal mit dem Papierschneider gefalzt, damit das so eine schöne Kante gibt. Und das Zieretikett einmal auch in Wildleder, hinten für die Flügel. Das kannst du auch gerne noch mal ein bisschen mit Stempelfarbe inken, dann gibt das noch mal ein bisschen anderen Effekt. So, und wie du jetzt diese Verpackung machst, das zeige ich dir hier mit dem Farbkarton in Wildleder. Das machen wir gleich noch. Du nimmst dir eine weiche Unterlage, brauchst einen Falzstift. Und einen Bleistift erstmal und markierst dir jeweils in der Hälfte bei 7 cm markierst du dir ja die Hälfte, genau. Das kannst du auch schon direkt mit dem Falzstift machen, wenn du möchtest. Ich mache es jetzt mal hier mit Bleistift, dann kannst du das wahrscheinlich ein bisschen besser erkennen. So, ich leg das mal so hin, dann sieht es ein bisschen hübscher aus. So. Und jetzt siehst du ja hier diese Markierungen. Ich hoffe, du siehst sie einmal da und einmal da. Und ich habe jetzt hier eine Espresso-Untertasse. Die hat einen Durchmesser von 12 cm. Da musst du einfach mal schauen, was du zu Hause hast. Und die legst du genau hier an diese Markierung an. Da hast du die Markierung und da. So legst du die an. Ja. Und dann ziehen wir die Falz. So. Und das machst du reihum. Also da und da. Du kannst einen Falzstift nehmen oder diesen Aufhebhelfer, den wir jetzt haben. Der geht auch wunderbar und richtig schön. Also nicht zu kräftig, aber schon so ziehen, dass es eine schöne Falz gibt. So, dann siehst du hier wieder die Markierung, legst es hier an und ziehst es nochmal ein, zweimal hin und her. Und das machen wir, wie gesagt, reihum. Hier nochmal. Hier nochmal. So, und dann drückst du das jetzt einfach vorsichtig in Form. Das geht schon fast von selbst. Wo du noch ein bisschen nachhelfen musst, ist dann jeweils immer hier an den Ecken. Hier auch wieder. Und dann hast du quasi schon die Verpackung. So sieht die aus von unten und so von oben und so verschließt sie sich. Das heißt, normalerweise, wenn du einfach nur diese zwei von zwei Seiten die Löcher machst, dann zieht sich das zusammen. So, dann haben wir die Verpackung und dann bringen wir jetzt, ja, machen wir jetzt das Huhn. Hier haben wir die Stanze Zieretikett. Das halbieren wir uns.
und bringe das einfach hier, also das ist jetzt quasi hinten, such dir eine Ecke aus, die hinten ist, und da bringen wir jetzt rechts und links den Flügel an. So. Einmal da. Und einmal da. Also ein bisschen nach vorne noch, ein bisschen raus. So, das passt wunderbar. So, und was ich jetzt noch mache, vorher, ich habe jetzt noch die 1/2 Inch Kreisstanze und stanze mir jetzt nochmal drei Kreise. Die möchte ich zur Verstärkung für die Löcher haben, weil da doch ein unheimlicher Zug drauf ist. Jetzt machen wir aber erst noch den Kamm. Der wird auch quasi halbiert. Davon brauchen wir dann aber nur, Moment, also den halbieren wir, dass wir die aufeinander legen, dass das verstärkt wird. Und hier hinten die zwei, die schneiden wir uns ab, die brauchen wir dann nachher für den Hals. So, das können wir schön gegeneinander kleben und das gibt dann einen schönen Kamm. Großzügig gewesen mit Kleber. So. Und wenn das hinten ist, dann kommt der Kamm, kommt er auf die Seite. Und da guckst du einfach, dass du das Dreieck da so auf der Mitte hast. So, genau. So, und dann bringen wir einfach nur diese drei Kreise noch auf. Wie gesagt, für die Verstärkung. Einmal da. Also hier hinten wird nicht gestanzt, das bleibt außen vor, sondern die Seitenteile und da gehen wir auch nochmal drüber. Jetzt muss ich gerade mal gucken, hier habe ich ein bisschen Kleber dran. Den machen wir weg. Genau. So. Jetzt, wenn das hinten ist, ist das logischerweise vorne. Und da kommt jetzt der Schnabel hin. Den Schnabel, dann nehmen wir hier diese beiden Sachen, schneiden die noch ein bisschen schräg an. Und das wollen wir ja jetzt hier so anbringen. Und da soll dann der Hals unten dran. So. Ich glaube, ich bin aus dem Bild. So. Da machst du das eine so nach außen, in die Richtung. Und das andere in die Richtung. Guckst du einfach gleich, drehst das mal rum und dann guckst du, ob du das weit genug ist oder ob du das lieber enger hättest. Kannst du noch ein bisschen höher gehen. So ist schön. Wenn das dann zu lang ist hier hinten, dann schneidest du noch mal ein bisschen ab, weil hier unten, das kleben wir jetzt fest. Und zwar mit einem Dimensional, und so einen kleinen Dimensional nehme ich da. So, das ist hinten, genau, das ist das Gesicht und da kommt jetzt der Schnabel hin. Dann haben wir die Füße noch. Die machen wir jetzt zuerst, das heißt, die halbieren wir auch einfach nur. Und auch da klebe ich mir jeweils einen kleinen Dimensional drauf. Und dann mache ich das folgendermaßen, dann nehme ich das so zusammen. Leg mir die Füße so hin, wie ich sie gerne hätte, so ein bisschen nach vorne und halte das so drüber. Das kannst du wahrscheinlich jetzt nicht so gut erkennen. Und guck einfach, wie ich es haben möchte und drück's fest. So, und dann passt das. Und dann sind das die Füße schon. So, jetzt machen wir noch die Augen. Dafür nehmen wir dann auch nochmal die 1/2 Inch
Kreisstanze, die kleine. Und da habe ich jetzt Folgendes gemacht. Da habe ich jetzt diese Strasssteine genommen und den Stampin' Blend in dunkelschwarz und mach mir die hier einfach schwarz. Du kannst es auch einfach aufmalen, das geht genauso gut. Aber ich finde es eigentlich ganz hübsch, dass das nochmal so einen 3D-Effekt hat und sogar noch ein bisschen glitzert. So, dann bringen wir das da. Upsi, wo ist denn jetzt hin? Machen wir das da hin. Jetzt habe ich gar keinen großen mehr hier drauf. Das muss ich erstmal suchen. Ah, da, da ist es. So. Und die machen wir auch einfach mit Tombow fest. Einmal da, ziemlich dicht an der Nase. Schielt er sogar. So, das habe ich schon wieder so gesagt. Jetzt brauchen wir noch einen Locher. Ich habe jetzt hier einen mit dem Maß von 4 und da machen wir jetzt hier rundum ein Loch rein. Also es müsste schon ein bisschen stabileres Band sein, nur so eine einfache Kordel. Das hält nicht gut. Deswegen können wir auch das Loch ruhig ein bisschen größer machen, weil wir ja da auch das Band doppelt durchziehen nach vorne. So, dann knicken wir es nochmal schön in Form. Dann nehmen wir das Band. Ich habe jetzt hier das noch aus der Celebration, was es leider nicht mehr gibt. Du kannst jetzt erstmal anfangen durchzuziehen, damit du ungefähr weißt... Ah, stopp, wir müssen von der Seite anfangen. Genau, der Seite anfangen, darüber... Na komm. So, und einmal nach vorne. Und ich denke, das dürfte dann reichen. Von der Länge her. Ja. Dann können wir das hier schon mal abschneiden. Und ziehen das dann von da jeweils nach vorne. Einmal da. Und einmal hier. So, und wie gesagt, du siehst, dass das hier, das ist einfach nur durch das Zusammenziehen, dass sich das verschließt. So, jetzt wollen wir aber erstmal die Füllung reinmachen. So, dann machen wir jetzt hier die Füllung noch rein. Ist das wieder rausgegangen, aber das macht nichts. So, dann ziehen wir das zu. Aufpassen. So, das ist noch ein kleines bisschen Gefuddel, aber das geht ganz gut. So, dann, wie gesagt, du musst gucken mit dem Band, dass du die Schleife so lang lässt, dass du es so gut binden kannst. Und noch schön in Form ziehen. Und das Band ein bisschen beischneiden. So, fertig ist die Huhnverpackung. Ich hoffe, die Idee hat dir gefallen. Und dann sage ich tschüss. Upsi, es wird um, wenn was drin ist. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.